Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blade. Ja, ich habe schon jetzt ein paar so eine kleine Verzögerung gehabt. Das ist, weil ich das Spiel direkt vor mir liegen habe. So und ja, ich habe ja schon oft gesagt Genji Days of the Blades oder Day of the Blades und so. Das war nur so ein winziger Fehler, aber trotzdem, das nervt mich. Deswegen habe ich jetzt hier so stundsdoof hier vor mir liegen, damit ich immer so kurz darauf gucken kann. Und ich gucke jetzt jedes Mal, bevor ich jetzt ausspreche. Voll doof. In der letzten Folge haben wir übrigens Busong getroffen, den Körper von Kage Kiyo. Ist, ja, genau der, Black Sephiroth. Und, ja, das ist wohl ein Bekannter oder ein Feind vom ersten Teil, den ich natürlich nicht kenne. Und, ja. Wie gesagt, da ist ein Gott namens Busong drin, ne? Der hat sich uns angeschlossen, unser vierter Charakter. So. Bevor wir hier jetzt wieder kläglich verrecken, ich sagen, tun wir unsere Sachen alle mal auf den neuesten Stand bringen. Haben wir aber genug Geld, Seelen, ich habe keine Ahnung. So, wir tun jetzt mal jede Waffe auf 1 bringen. Das wäre erledigt. So, unser nächstes Ziel ist jetzt, jede Waffe auf 2 zu bringen. Machen wir das mal. Wupp. So, und ich kann halt immer noch aufleveln anscheinend, aber anscheinend auch nicht. So, das hier, das kostet ja viel. So, erstmal die Hauptwaffen hier. Und wir haben kein Geld. Nein! Ja. So, dann haben wir ja noch hier so einen Gegenstand. Wo ist er? Hier, glaube ich. Ein Zauber, der böse Kräfte zerstreuen. Nee, Quatsch. Wo ist das nochmal? Hier irgendwo. Hält für alle Gefährten Lebens- und Kamui anzeigen und Zahl der Gefäßversammlungen neben erhöhener Amargana Essenz. Ja. Dann nehmen wir das mal. Und jetzt haben wir ja 4 Charakter, deswegen glaube ich nicht, da das jetzt verschwendet ist. Also Bams. So, sind alle ein bisschen mächtiger noch geworden. Sehr schön. So, jetzt machen wir euch Platz. Ja, ich merke schon Unterschied in den Stärken der Waffen. Oh Mann, geh weg. Haben jetzt auch alle hier Kamui? Toll. War richtig geil. Verdammt. Wow, das ist richtig gut. Steh! Dich! Wupp! So, sogar sieht sich das doch mehr ab als er. So, die erste Welle haben wir ja, glaube ich, überstanden. Auch letztes Mal. Aber naja. Das heißt ja noch nichts. Weil wir stellen uns, glaube ich, ein bisschen besser an dieses Mal. Sieht irgendwas aus, was gemacht werden kann. Das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, das zu überprüfen, ne? Butsch. Und Body Slam, Busch. Wieder lebt noch. Deine lebt noch. Daneben. Au. Wow. Ja, genau so bin ich letztes Mal gestorben. Warum kannst du nicht so schnell aufstehen, Benke? Mann. Weißt du, hast viel Masse zu bewegen, aber trotzdem. So, wer wagt es jetzt hier hinzukommen? Ich bin jetzt mal da hochgelaufen, ne? Das ist. Oh, Benke kommt mit seinem riesigen Knüppel. Ich hätte richtig Schiss, wenn ich schon zum vom Weiten so ein riesen Knüppel sehen würde. Der hält den ja auch hier so hoch, ne? Jetzt hat er überhaupt nichts zu übersehen. So, probieren wir jetzt mal aus. Hält das jetzt ein bisschen länger? Body Slam. Buff, 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 duff, dich, duff, 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 duff.
Duft, Duft, Duft. Brutsch. Die tun mir so leid, die Gegner. Meine Güte, wie viel sind wir noch? Wir werden noch auf die Fresse. Ja, das war sehr gut. Gut gemacht, Benkei. Oh mein Gott, hier sind ja noch mehr. Aua. Lass mal hier umgucken, okay? Mal locker bleiben. Das ist relativ entspannt, Leute. Da sind Pferde. Komm, ich schlag dir ins Gesicht. Aber mal noch mal. Jetzt, wo wir alle voll haben, ne? Warum nicht ausnutzen? Außerdem brauche ich wieder ein paar neue Essenzen. Ich nenne sie jetzt einfach Essenzen oder irgendwie so. Ich sag sowieso im nächsten Part wieder was anderes. Verdammt. Aber hat ihn getötet. Schön die Musik ist. Sehr schön. Irgendwas bekommen. Ich habe es nicht lesen können. Wie das aussieht. Warte mal, stand auch nicht da irgendwas. Ja. Können wir jetzt mit Pferden kämpfen? Da steht nämlich auf Rückseite der Höhle. Kämpfen sie zu Fuß? Ich weiß nicht, die alte Kunst des Schwertkampfes. Kämpfen sie zu Fuß und zu Pferd gegen Frank Jordan. Cool. Wunderschön. Er sagt nicht, es muss so gegen den kämpfen. Kuckuck. Und schieß sogar auf so einem weißen Pferd, hätte doch viel besser ausgesehen. So schön einheitlich. Ja. Wäre besser. Ich dachte schon wieder so mal, wie beim letzten Mal passiert. Ups. Wahrscheinlich habe ich voll viel übersehen, aber egal. Einfach nur vor, dass ich da durchgekommen bin. Könnte man, das Spiel ist einfach, ne, aber ich habe das Gegenteil herausgefunden. Weil vier Charaktere, das heißt vier Lebensbalken, aber trotzdem. So einfach kann das ja nicht sein. Hi, na? Wieder ist noch am Leben. Besiegen Sie den feindlichen General. Besiegen Sie den veränderten General, der die feindliche Einheit anführt. Feindliche Verstärkung können Sie erst aufhalten, wenn Sie den General besiegt haben. Okay, das heißt, man kann aber unendlich hier farmen, oder? Ach, toll. Warum müssen wir da direkt leben? Ich werde haben, danke. Usan, komm mal her. Duft, ma. Duft, ma. Na, warte. Au! Pisser! No! No! Oh, der war sofort tot, okay. Nein, warum hat der wieder. Oh. The Pasch! Und zack! Push! Da! 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 Dumm und Stich. Ausgezeichnet. Und Schlitz. Dreieck und Kreis. Oh. So, dann steche ich ihm nicht. Du kannst dich nicht ewig abwehren, verdammt. Ah, okay, kann er doch. Oh, hier ist irgendwas. Lass mich mal suchen. Vielleicht hier? Nein. Verpiss dich, ich bin gerade am Suchen. Au!
Oder natürlich. Ja. Macht er. Hey! Wo kommt die denn her? Das finde ich doch jetzt krass unlogisch. Aua. Okay, ich glaube, mit den Kommandanten ernst meinen, haben sie wirklich ernst gemeint. Besiegen haben, meinen sie wirklich ernst. Ja, gib mir das mal. Was zum Teufel? Au! Hab ich gerade selber abgeschossen? Was hat ihr denn wirklich mal ran, meine? Bah! Das ist mir gerade, ich hab den schon erledigt, ne? Ein bisschen verzögert erscheint nicht so gut. Boah, ihr. Dann gehe ich ihm auf dich. Also, so nicht. Ich treffe den nicht. Benkei. Düff. Mein Platt. Den auch. Ma. So nicht. Jetzt hat so geil. Wo ist er? Ich sehe gerade, die ist noch voll weiter. Oh Mann. Oh, oh, wo ist der was? Geh aus dem Weg, Mann! Alle deinen Boxen, also treten. Hier, wo ist was? Schiffka. Das hat doch locker, ja, sag ich doch. Sie passt, sehr gut. Da ist auch was. Cool. Die Dinger sind echt verpasst, aber was machen die denn gleich? Ich glaube, ich von ihr auch schon. Oder auch nicht. Mach mal mit ihr. Boah, ich treffe sogar die da hinten ab. Schlitz, Sharon. Oh, der hat... Oh, ins Gras gebissen. Sehr gut. Das hat kaum einmal Kamui erhöht, ne? Und ich haue jeden kaputt. Okay, das war... merkwürdig. Okay, von Kreis wiederholt drücken. Okay, dass der verrückt. Dass der nicht verrückt, war klar. Was? Kleinigen Sie Yoritomos Lager. Heishi-Truppen nähern sich dem Genji-Lager. Leiten Sie fein auf Schlacht und besiegen Sie die Heldentruppen, die das Lager der Genji-Armee stürmen suchen. Zu stürmen versuchen, meine ich. Okay, da kann ich aber nicht lang. Aufballern, würde ich sagen, wieder. Ich sehe, wie ja die Maximalgrenze erhöht worden ist. Ich dachte hier, die Waffenlevel werden erhöht. Irgendwie nicht. So, können wir das? Nein. Nutze ich kaum. Nutze eigentlich von den beiden Sachen, also ja. So, KP, wer braucht den KP? Das hat auch erhöht worden. Das ist erhöht worden, ja. Aber nicht die Waffendinger, ja. Ich glaube, das sollte auch erhöht werden. Was? Warum? Hä? Ach, die haben nur einen dazu bekommen. Okay. Boah, da war ja richtig doof, wenn ich dann. Oh nee, hilft gar nicht mehr. Bei dir hatte ich 3 und nachdem ich das Ding eingesetzt habe, ist das erhöht. Das ist ja cool. So, tun wir mal eben nochmal erhöhen. Dann erhöht sich das Leben auch wieder regenerieren, ja. Okay, das heißt, ich kann eigentlich nichts verschwenden. So, Benke, du bekommst auch mal. Ja, Kapitän, soll der Tank hier sein. Okay. Sieht doch jetzt bestimmt besser aus, ne?
Bams. Das sah komisch aus. Sehr gut. Das zieht aber viel ab, das muss man sagen. Wenn er nur nicht so verwundbar wäre, während den ganzen Angriffen. Schön. So richtig überpowerter Charakter. Wow, daneben. Hättest du wohl gern, was? Wo ist der General? Da nicht. Nein, noch nicht da lang, Mann. Ich kriege aber auch hier Schaden, ne? Mittlerweile. Kommst du mit den Rettungen? Hey, was sagst du dazu? Oh, verdammt, das kann ich voll. So, jetzt kann ich einsetzen. War noch nicht vorbei. Okay, jetzt aber. So, komm mal her. Zip. Sehr schön. Nein, falscher Angriff. Die Schützen können mal nach Hause gehen. Auf gar keinen Bock. Die hau ich schon mit einem Schlag weg. Sehr schön. Oh, nein. Au. Ich kann ausstechen. Ich kann den ja. Da hast du keine Chance in dem Wirbel des Todes. Okay, jetzt immer hier hin und her rennen. Bis alle tot sind. Okay, wie komme ich da ein? Denke. Mein Gott, da ist ein fetter Typ. Da auch. Ah. Der eine der bemerkt uns gar nicht. Au. Wie alles mit einem Schlag weghaut. Ah, verdammt. Immer noch nicht voll. Ganz normal, die sind auf jeden Fall tot. In der Luft gewechselt. Er hätte schon wohl gerne. Oft genug durch diesen Miss jetzt getroffen worden. Nein. Da komm mal her. Und zack, jetzt mal mit der Waffe. Na schade. Da wär doch, Mann. Was? Ich hab's doch früher, super. Pff. Dropkick. Dropkick. Ja, das war... Das hätte auch ein paar besser laufen können, hab ich so das Gefühl. Nein! Wie kannst du das sagen? Nein, schon wieder. Nee, sogar. Ich hätte den Tag. Wo man Flächen angefällt, ist, glaube ich, mal gar nicht so eine schlechte Idee. So viel Gegner. Ja, nimm du. Oh mein Gott, was zum Teufel? Bin ich auf den Arm nehmen? Die haben ja gar keine Lebensleisten. Einige sind nur Dekoration, ne? Ich sag mir, die sind nur Dekoration. Aua! Au! Ich muss schon meine Dings hier einsetzen. Guck mal an, wie viele auf der Karte sind. Dich! Dich! Das ist auch krass. Kommt mir zwar ein bisschen erschienen vor, als ich immer das hier einsetzen muss, aber ich habe ja echt keine Chance gegen die, wenn das so weitergeht.
Okay. Dich. Komm schon. Ja, ich glaube, alle sind tot, ja. So gut wie alle. Tengu-Kraut. Okay, geht mir aus dem Weg. Wo ist irgend hier, wo ist der Betriebsleiter von euch? Weil mich würde mal gern speichern, ne? Sind mir so krasse Gegner. Ah nein, die flappen hier einfach. Eine feindliche Angriffseinheit ist vor dem Genji-Lager erschienen. Yoritomo und seine Männer sind in Gefahr. Ja, aber das würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blaze. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.